So, einen wunderhübschen Pfingstenmontag gewünscht. Moin, moin, Benny. Look da lassen. Auf geht's. Soweit geht's gut. Es ist Montagmorgen. Morgen geht's wieder an die Arbeit. Jo, es geht. Heute ein bisschen, noch ein bisschen zocken und dann gleich die Sonne noch ein bisschen genießen und dann geht's auch weiter. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. So, nachdem ich ja gestern einen Spezialstream auf YouTube gemacht habe, geht's jetzt entsprechend hier an dieser Stelle weiter. Ah, ist doch super, Benny. Doch echt, echt die Hauptsache. Nach dem, was dir so passiert ist. Jo, mein Sohn sagt es gerade. Ich schenke dir gerade was. Ich höre keine Musik dazu. Das muss ich nochmal überprüfen. Ja, kein Thema. Für dich mache ich das gerne. So, ich war gestern hier im bei YouTube bei dem Schneefeld unterwegs. Kann ich den Stempel löschen? Markierung ist da. Das war das Tabanter Schneefeld mit dem Haus. Da kann ich das Ding auch löschen? Oder? Nee, ich lasse es nochmal stehen. Gut. Also hier haben wir jetzt ein paar Schreine gemacht. Zwei insgesamt gestern Abend. Etliche Crocs gesucht. So, jetzt geht's nur noch wieder nach Hause, beziehungsweise erstmal nach oben, wenn es gehen würde. Ha! Supi! Hier ist die Höhle zu hoch. Gut, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Indem ich einen ganz einfach Porter. Warum überlege ich da eigentlich so lange? Ich kann mich doch einfach irgendwo hinporten, bevor ich da jetzt umständlicherweise wieder übers Wasser gehe oder sonstartigen Käse mache. So, jetzt haben wir uns da hingeportet. Erstmal raus aus der Höhle. In den strahlenden Sonnenschein. So, was gibt's denn hier noch zu tun? Das ist ein Leun, der hier oben rumläuft. Das ist ein Hinox. Und auch noch ein Hinox, also zwei Hinoxe. So, dann haben wir hier noch einen offenen Krog, warum auch immer der offen ist. Ja, den finde ich noch nicht. Okay, dann setzen wir uns erstmal hier ein Lichtchen hin für den einen Krog. Das blaue. Tulin wartet schon. Ich bin echt froh, wenn ich hier die Schneeregion abhaken kann und mich in wärmere Regionen tummeln kann, weil über Schnee zu laufen ist doch käsig. Hm.
Ach, das war der Krog von dem Haus. Den hatte ich gestern schon gemacht. Ja, da oben schwebt er ja wieder. Das heißt, den Krog können wir wohl auch dann streichen. Den haben wir dann auch erledigt. So. Nee, ich habe keine Lust auf euch. Ich wollte schon gerade sagen, regnet das hier oder? Nein. Naja, ich meine, gerade vom Anzeigebild sah es ein bisschen komisch aus. So, dann heißt, wir sind jetzt hier soweit klar. Das heißt, den Bereich müssten wir jetzt hier noch machen und dann hinten rüber gehen zum ihr Schloss. Also Himmel, Oberfläche. Yep. Mein Sohn sehr gut ausgedrückt. So. Da ist der Dings. So, die Axt können wir jetzt mal so langsam entsorgen. Ja, die liegt nämlich schon an den letzten Zügen. Dann nehmen wir uns mal die neue. Gibt es ja inzwischen wieder neue Aufgaben? Ne, da ist auch noch rum. Stoffschild könnte behalten. Es ist so kalt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Solltest du dir etwas Wärmeres anziehen? So, 1504. Ich nehme alles. Nimm alles an deiner Holzpfeile. Den Rest brauche ich nicht. Nein. Haben wir was zu verkaufen? Gucken wir doch gleich mal nach. Feuerstein 45 brauche ich eigentlich nicht so viele. Dann kann ich ruhig 20, 25 verkaufen. Wow! So. Steinsalz. Kann ich alles verkaufen? Ja, ja! Zwölf, 13, 18, 62 mal brauche ich nicht. Ein bisschen zu viel. So lange auf den Knüppel gehalten. 32. So, da haben wir 36 im Binding. Ich lasse die noch. Ich weiß nicht, was bei den Soras los ist. Protonit brauchen wir auf alle Fälle. Den Rest brauchen wir auch. Rest brauchen wir auch. Die Flasche brauchen wir auch. Das Donanium brauchen wir auch. Ach so, wir müssen eigentlich mal so langsam auch nochmal wieder in den Untergrund gehen, um uns Nachschub für den Donner. Haben wir einen Untergrund hier in der Nähe? Ne, haben wir nicht.
Warum ist hier kein Untergrund? Ist das das Zora-Land? Nee, die Zoras sind hier. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zum Turm, damit der Turm auch mal freigeschaltet wird. Dann haben wir da ein Ziel. Aber dafür holen wir uns jetzt ein Pferd. Dann geht es ein bisschen schneller. Pferd abholen. Wir holen uns Zelda nach hier hin. Zeug wechseln, das Königszahnzeug ändern. Lass uns bitten, jawohl. Diese Tipps, ach Gott. Laber mir doch nicht den Dings voll. So, dann wollen wir doch mal gucken, wo es hier hingeht. Aktivieren wir den Turm. Gerade ja ein bisschen irritiert, wo es denn hier entlang geht. Ach, wir reiten. Ach, da hinten ist der Turm. Okay. Einmal um den vergessenen Tempel herum. Was haben sie geschrieben? Das Pferd findet alleine den Weg. Also ich nehme jetzt mal die Hände vom Joy-Con runter und mal gucken, was er macht. Ich hätte dann doch gerne gesehen, was er hier tut. Was ist das? Kleine Insel ist Kangis. Kangis? Was machst du denn hier? Kangis kenne ich noch aus BOTW. Eine kleine Insel ist. Wo will der denn hin? Kein offizieller Weg. Da ist das ihr Schloss. Wo muss ich denn hier hin zum Turm?
Okay. Und wieder ein Lager. Ziehen. Was ist das denn? An der Oberfläche? Was macht er denn hier an der Oberfläche? Ich denke, der ist nur was für die Höhle. Ignoriere erstmal alles, was jetzt hier so. Oh, hier sind bestimmt viele Boxen. Hier gelandet. Ja. Ja. Das ist ja mal ganz was anderes. Hallo? Eldra. Maximum erreicht. Kann man so nachher wieder löschen. Da muss ich wirklich auf jeden Turm raufklettern. Turm in den Dolbran-Ruinen. Was macht der denn da? Und da ist noch einer. Das alles zu erkunden. Was ist das für einer? Ja, hey, hier drüben. Ich habe die schon gesehen. Du hast gewartet? Aha, so ist es. Diese Ruinen sind einfach eine Nummer zu groß für mich. Müsste ich sie allein untersuchen, wäre ich aufgeschmissen. Daher habe ich mich die Sona-Forschungsgruppe in Kakariko gebeten, mir etwas Verstärkung zu schicken. Na? Ich bin froh, dass du sofort gekommen bist. Danke, dass du den ganzen Weg hierher auf dich genommen hast. Hä? Du bist so gar nicht von der Forschungsgruppe?
ich verstehe. Hier kommen kaum die Leute vorbei, musst du wissen. Deswegen dachte ich, du wärst mit Sicherheit die Verstärkung. Da wollte ich mich mit so viel Elan in die Steintafelsuche stürzen. Und jetzt sind mir die Hände gebunden, weil ich ganz allein hier bin. Hoppla, hast du das etwa gehört? Tut mir leid, das darf ich noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wie schade, dass du nicht von so einer Forschungsgruppe bist. Dann hätten wir gemeinsam an der Steintafelentschlüsselung arbeiten können, aber naja. Das ist jetzt sehr von dir, aber ein Forscher schon. Aber er sieht mir nach einem Messner aus. Ich kann mit Hilfe meiner Kunde der Ruinen wieder. Also gut abgemacht. Es gilt zwar nur diese Ruinen, aber ich ernenne mich hiermit zum Forscher. Von diesem Moment an zähle ich dich auf dich, Kollege. Dann mal los. Wir werden das Geheimnis dieser Ruinen lüften. Also dann, das ist zwar ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich werde dir erst einmal meine bisherigen Forschungsergebnisse zeigen. Bitte mal. Hier habe ich mein kleines Staffellager aufgeschlagen. Du wirst staunen, welches Wissen sich in diesen Ruinen betrifft. Jo, hat mein Sohn sehr gut vorgelesen. So, muss ich jetzt noch die Steintafel fotografieren? Kunstweisen des Windes gegen weiter Eulen vor, die von Drachen bewahrt wird. Sie wird so ein grauer Vorzeit heute, kann man fast nicht mehr in so einer Schrift lesen, aber es scheint, da steht, kannst du wohl lesen, oder? Das ist einschließlich Julianisch. In Schrift, eine Struktur wohnt man da. Ich vermute, die Steintafel weisen auf einen Ort innerhalb der Ruinen hin und genau diesen Ort solltest du finden. Denn vielleicht liegt darin der Schlüssel, der uns die wahre Bestimmung dieser Ruinen offenbart. Wach. Bevor ich das mache. Ich nutze die Wartung schwieriger als gedacht. Okay. Nicht in Gang bringen. Wir alle Teile Vorrichtungen dran sind, hat nichts kaputt. Kategorie, dass es kaputt gegangen ist. Der ist nur am Blinken und am Blitzen. Ich
Oh. Was, da ist eine Frage? Da ist jemand drauf? Was ist das denn da? Ach so, dass es älterer ist, dass ich hab gedacht, was ging denn da runter? Muss ich jetzt da rauf oder? Ein Konstrukt. Ach, da sind Raketen mit drauf. Okay, dafür neun zu nehmen ist blödsinnig. Super. Das war ja wohl ein Fehlhoch 20. Ach, da ist ein Dings drauf, deswegen geht die Klappe nicht offen. Was? Hier ist aber auch nichts dran, was ich jetzt hier als... Nein! Dreh dich um! Boah! Ist doch nicht wahr! Ich hätte den gerne ein bisschen weiter weggeschoben.
nur ein kleines Stückchen weiter. Wer hat mich denn da auf mich geschossen? Warst du das, du Idiot? Bogentasche ist voll. Oh, mal gucken, was haben wir denn hier für einen Schrott? Der kann den Boden. Druckbogen. Würde sagen, pack die Rakete noch schon mal da drauf. Gibt es hier noch so einen Idiot, der mich hier abschießen könnte? So, der Turm müsste. Ja, die in aller Welt. Ja. Du bist ein Orni, jetzt eigentlich hochfliegen können. Du hast Flügel. Mein Gott. Ich muss immer alles alleine machen. Werde ich mich gleich wieder auf den Weg machen. Super. Fertig. Einmal anschließen bitte. USB-C nicht vergessen. Danke. Und pumpen. 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 Los. Scannen. Danke. So. Datenstrom ist freigeschaltet. Wald von Hyrule. Ah, ja. Himmel. So, da war das Irrschloss in der Luft, da unten. Ich hätte mich doch gerne noch ein bisschen hier umgeguckt. Da unten ist ein. Na? Nicht daneben geschossen. Wenn er gesagt hat. Was? Eine Eule? Hier oben? Ist hier nix? Außer eine Eule, die auch immer irgendwo sein möge. Super.
können wir immer mitnehmen. Oh, doch ein Goldapfel. Okay. So, da geht's runter. Einzelner Baum. Spricht eigentlich für einen Krog, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Der liegt schon wieder zu hoch. Aber ich sollte mir vielleicht mal anmarkern. ändern. Krogzeichen dahin. Oh! Da bin ich mal gespannt, wo jetzt der Kristall dafür ist. Ein Licht, der das Hindernisband. Jawohl. Ansonsten gibt's doch hier nichts. Also das Spiel ist wirklich nichts für Leute, die eine Höhenangst haben. Echt nicht. Noch schlimmer wird die ganze Geschichte dann in dem... Stein. Waren wir an dem schon dran? Ja. So, was haben wir denn hier zum Spenden? Jetzt gucken. 24 mal. Oh, Raketen.
Lenkelement. Hätte ich gerne. Scheinwerfer. Die Lenkelement hätte ich gerne ein paar mehr. Mal sagen. Wo sind denn die Sonau? Energiesphären. Hier habe ich nur 6 Stück von. Ach, es ist mal wieder herrlich heute. Da 164. Naja. Das ist wahrscheinlich ein Monster, das sich selbstständig Monster zubewegt. Es wurde von den Sonar zur Sicherung eigenen Sicherung wichtiger Einrichtungen eingesetzt. Okay. Noch was Neues. Blitzwerfer. Stark oben. Ah, der ist das. Okay. So, dann dürfte jetzt erstmal der Vorrat da sein. So, was haben wir denn jetzt? 7x Gleiter, 26x 7x 33. Da müssen wir nochmal suchen, wo wir da nochmal einen davon kriegen. Zeitbombe 48, 3x Hochleistungsbatterie 1x. 3x Laserwerfer, 43 Flammenwerfer, 35 Reisekochtöpfe, 3 Kanonen, Sprungfeder, Stehaufmännchen, 3x das Rad, 3x Transporter, 17x Blitzwerfer, Automatiktransporter. Sicherung, wichtige Einrichtung. Mm-hmm.
weiter nach der Straße und wir werden ziemlich erfolgreich. 22. Okay. Da sind. Okay, dann können wir erstmal den Markierung löschen. Springen. Haben wir die schon fotografiert? Achso, wir können ja gar nicht fotografieren mehr. Dürfte jetzt nur noch ein Bild über sein. Genau, so wollen wir das haben. Ach du grüne Neune. Wie viele Raketen liegen denn hier rum? 3, 6, 7... Der das hin auf ihn. Oh, einfach so. Den haben wir schon fotografiert. Aber ansonsten ist hier nichts. Was hat der Domtendo gesagt? Man kann auch das Teil da klauen. Falsch. Lauf. Da. Lauf. Ah. Drück wieder auf die falsche Tastatur. Wo ist es?
Tut mir echt leid, nicht? Das war ja nicht unbedingt gerade sehr schwierig. So, haben wir jetzt irgendwas, wo wir die dran packen können? Ja, haben wir. Dann nehmen wir den. Die Manumlanze. Festklären und runterfällt. Wo muss ich denn eigentlich hin? So. Haken. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Funktioniert. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Würde ich vorschlagen. Hier liegen jetzt aber jetzt keine Sonar-Bauteile noch oben, oder? Nur die Raketen. Ich soll mit den Raketen da hoch. Nicht verbinde, dass sie nicht losgehen, wenn ich jetzt davor haue. Erstmal an die Seite. Aha. Gehen nicht los. Das klingt doch schon mal gut. Komm, lass los. Huts.
War das gut oder war das gut? Und was klemmt das Ding denn jetzt? Ich hoffe, dass jetzt nur noch ein Raurus Segen kommt. Und was ist es? Ein Segenschrein. Super. Ein kurzer Zauberstab. Okay, haben wir noch Platz gehabt? Gut. So, Schrein Nummer 3. Okay. Wald von Hyrule Himmel. So. Das die Diebein Ruinen. Die Markierung kann ich nicht nehmen. Da ist mein Pferd. Die kann ich auch löschen. Wurm ist aktiviert. Und, ja. Das Konstrukt, das wir schon fotografiert haben. Ich liebe diesen Abgrund, da kriege ich immer so schweißnasse Hände, echt. Unter uns ist das Schwert. Ist ja auch noch eine Aufgabe. Ach, das ist das Teil, was wir uns da markiert haben. Sehenswürdigkeit. Das Hyrule. Haben wir den schon? Na,
Wo ist denn der? Wo habe ich den denn jetzt hingeblitzt? Ja, den haben wir schon. Bei dem Licht. Ich muss meine Oh! Ach, meine Güte! Du mit deinem blöden Windstoß! Och Mann, ey. Das hat er schon wieder ausgelöst. Och Mann, ey. Ich deaktiviere dich gleich, weiß er das? Also im Augenblick hast du mir nur Probleme bereitet. Ach man, ey. Bleib mir vom Dings weg. So, das ist der Irrwald. Da gehe ich noch nicht rein. Das sind Ruinen. Ist eine Elde noch hoch? Ja. Ach, da ist das Schwert. Dann würde ich sagen, wir machen doch erstmal das Schwert, oder? Ach, gibt das eine Kraxelei. Was willst du denn von mir? Sterben willst du? Oh, da ist Dummster. Noch ein Schrein? Tatsächlich, da ist noch ein Schrein. War doch eben gerade einer hier über mir. Guck, guck. Und beide abgeschossen. Wo machen wir denn jetzt als erstes das Schwert oder den? Mit dem ich noch eine.
Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Nicht gehabt. Ist ja Gott sei Dank kein großartiges Gebilde. Ah ja, da ist der Bock dazu. Was ist doch? 40. Tschüss. So, jetzt müssen wir die Erinnerung finden. Jetzt gucken, was das da für ein Stein ist. Kann ja hier überall sein. Dann schauen wir uns die Erinnerung an und ich melde mich erstmal ab. Viel Spaß beim Gucken. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Thank you.
Das heilige Wandschwert. Doch wie kommt es hierher? Ist am Leben. Ist es wahr? Und um deine Kraft wiederherzustellen, bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja, es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiegen. Oh. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Es gibt kein Zurück. Link! Bitte finde mich! Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Die deutet aber auch schon wieder darauf hin, was ich schon wieder weiß, was man schon, beziehungsweise was ich schon mitbekommen habe. Ich weiß, wo das Bannschwert ist. Und das Schöne ist daran, ich kann es mir schon holen. Okay. Ja, eine schöne Erinnerung. So, dementsprechend würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal runter. Und machen den Schrein. Sekundi Schrein. Okay. Sechs Uhr 40. Okay. Ach so, ich darf ja reingehen. Rechts oder links? Das ist hier die Frage. Gehen wir davon aus, dass da die Zeitumkehr mit gemeint ist. Mit rechts oder links? Hier würde ich mal sagen, hier ist rechts gemeint. Ja. Spät? Oder? Guck, guck. Ja, geh schon rein. Hallo? So, da oben drauf liegt nichts. Hier aber trotzdem noch mal gucken. Da ist auch nichts. Ne, da oben drauf liegt nichts. Oben drunter ist auch nichts.
Da ist auch keine Truhe dran befestigt. Okay. Da ist das Ende. Hier machen. Ja, komm, weiter. So, und das Ganze soll ich jetzt wahrscheinlich mit Zeitumkehr machen. Falsch. Nein! Doch? Was? Irgendwas, was kaputt geht in nächster Zeit. Was irgendwo zerstört, bleibt dann hier und ich nehme dann das Schwert mit. So, und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Schwierig. Hätte ich den Fehl nicht eben gehabt mit der Truhe, mit dem Rückwärtsdrehen, hätte ich die Truhe nie gefunden. Ich wäre da auch in keinster Weise auf die Idee gekommen, dass sie da unten drin sitzt. Ja, aber so. Ja, wir. Möge sie Kraft schenken. Ja. So, dann haben wir den. Den Stern löschen. Den löschen. So, da hatten wir das nächste Licht gesetzt. Das ist genau entgegengesetzt. Ja, nach Eldenhof müssen wir auch noch. Ja, da ist das ihr Schloss in der Luft. Oh, da freue ich mich ja echt schon drauf. Ironie aus.
Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja. Das sieht auch da ganz interessant aus. Das mit der Spirale. Oh, es gibt's doch nicht. Also hier schon mal keinen Krog drauf. Das sind die vergessenen Wälder. Da sind wir mit Tolin hochgekraxelt. Ganz schöne Ausdehnung, die vergessenen Wälder. Die ganzen Ruinen müssen wir auch noch. Der hat aber ganz schön guten Knüppel da. Wait. Ist das nicht die... Moment. Doch. Das sind diese. Das war dieser Dunkelwald in BOTW. Genau, hier hat man da vorne rumgelaufen. Da war da vorne die Brücke. Richtig, das war dieser Dunkelwald, wo man mit Fackeln rumlaufen musste. Nee, das war noch ein anderer Teil. Verlorene Wälder, die sind immer noch da. Da ist alles dunkel. Aber hier ist wirklich richtig dunkel. Es gibt ja hier eine Kraxelei. Hin, berg rauf. Nicht, dass da noch irgendwo ein Kock rumfliegt und rumfleucht. Hier wird es wieder kalt. Da ist ein Untergrund. Habe ich hier noch nichts Außergewöhnliches gesehen. Oh, was machen die denn da? Futtern. Ein Snack zwischendurch. Kurzflug. Kurzflug geht nicht. Knüppel und großer Knüppel, aber ansonsten haben sie nichts in den Händen. Das ist ja wohl auffällig, oder?
Sowohl mehr als auffällig für einen Krog. Und ansonsten habe ich jetzt hier noch nichts gesehen in den Krogs. Jedenfalls nicht auf den Bergen. Was ist das? Ah. Warum die jetzt hier im Wald von Hyrule? Wald? Habe ich hier was verpasst? Wald von Hyrule. Okay. Licht im Dunkeln. Ja. Geht das auf meine Batterien? Bernstein, Synthese 4. Okay. Sicher habe ich Licht genug. Truhe Nummer 2. Das wird ja ganz interessant. Leuchtstein. Was soll das denn für ein Highlight sein? Schlüssel. Okay, das heißt, es gibt irgendwo eine verschlossene Tür. Sonst noch irgendwas? Nee.
What? Schon. Okay. Mit dem Laserlicht. Okay. Das ist ja hier mehr als einfach. Da nichts dahinter ist. Okay. Wo war jetzt die Decke? Ein 30er Sonaniumbogen. Der zweite. Welchen schmeiß ich denn jetzt hier raus? Oh. Relativ einfache Geschichte. Hier geht's nicht weiter. Schon, das mit dem Deckel. Die. Irgendwas im Dunkeln verpasst. Hier ist nix. Das Ding mit dem Loch, da liegt auch noch meine. Habe ich jetzt hier irgendetwas übersehen, wo es weitergeht? Da oben waren wir gerade drauf, da ist nichts. Da sind wir eben gerade von da oben rüber gesprungen. Das war die Truhe. Hier geht es aber auch nicht weiter. Das war das mit dem Loch. Hier ist das mit dem Loch. Aber hier geht es auch nicht weiter. Ne. Ne. Kann ich nicht hoch. Da geht es auch
weiter. Da muss ich da hin. Habe ich mich jetzt hier total verlaufen drin oder wie sehe ich das? Ja, da war die Truhe. Ah, ja, okay. Da war der Ausgang. Ach, da ist die Tür mit dem Schlüssel. Hm. Ja. Sie leuchtet ja auch noch so schön. Möge die Kraft mit dir sein. So, wir haben jetzt noch 20 Minuten, bis der Part zu Ende ist. Ich würde sagen, ich gehe mal in den Untergrund. So. Die Markierung können wir löschen. Die Markierung können wir auch löschen. Oh mein, es gibt ja einiges zu erkunden hier. Das sieht ja echt komisch aus, wenn sich die entdeckt. Ab und am Juklano Hochland. Gott. Oh, now
Moment mal. Gehen wir einmal nach oben. Nein, hier setzen wir uns jetzt hin. Löschen. Wieder runter. Da müsste dann die Pflanze sein. Ich sehe nirgendwo das Licht. Doch da. Ziemlich weit weg. Entschuldigung. Thank you.
Ach, das sind die... Ivarox. Bleib mir vom Balk runter. Der Idiot frisst meine Leuchtlampe. An dem vorbei. Also bis jetzt konnte ich hier natürlich noch gar nichts farmen. Da ist doch Käse. Naja, hier sieht es aber nicht so gut aus, was das Farmen betrifft von den... Donnerblumen.
Gar nicht. Niente nada. Das ist dann meine Seite, oder? Farmfeld wie in am Saturiberg, wo man so viele Äpfel da kriegen kann. Das wäre doch mal ein Hit. Hier auch schon. Das hätte ich hier nicht mehr. Licht. Hier habt noch aber keine Donnerblumen. Ich gehe. Schon. So, so schnell kann der gar nicht laufen, wenn ich weg bin. Richtig. Was schießt du denn da Pfeile weg? Wir sind doch. Haben die schon fotografiert? Die Chirurg. Ja, kommst du rüber oder kommst du nicht rüber? Die denn da für eine. So. Ein Waldschwert, Stufe 16. Langsam den Berg runter. Da. Lass doch mal los. Oh, kannst du mal helfen?
Kirchen. Irgendwelche dummen Tiere. Bewegt sich doch. Was ist das? Ups. Schon wieder so ein Vieh. Ich glaube, ich gehe wieder hier aus dem Untergrund raus, weil das ist hier doch zu deprimierend. Tal haben wir jetzt ja schon erkundet. Da vorne die Bonanium kann ich nicht abbauen, dafür ist der... Ach, wir sind wieder bei dem Ishirok. Okay. Abgrund Juglano Hochland. Achso, da sind wir reingekommen. Okay, wir gehen wieder eins hoch. Ich habe gedacht, ich könnte hier unten noch farmen, aber... Das bringt nicht sehr viel. So. Und mit diesem schönen Bild vom... Warum stellst du dich eigentlich hier direkt bei mir vor der Nase, Tuli? Hm? Um dich geht's hier nicht. So, damit endet der Part 28. Wir machen mit Part 29 und Erkundung dieses schönen Areals dann entsprechend weiter. Eventuell, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir das heute noch schaffen. So. Richtig. Ich raid euch rüber zum Ragulzor, der freut sich bestimmt darüber. Bedanke mich fürs Zuschauen, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Pfingstsamstag noch. Pfingstmontag. Entschuldigung, was mich gerade durcheinander gebracht. Gut, dann raiden wir mal ganz kurz rüber. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Stream. Part 29. Genau, Part 29. So, Raid geht raus. Ciao.